Hallihallöchen, da sind wir wieder. Okay, Albert. So, da oben sind ein paar Vögleins. Kreisch. Okay, er ist gestürzt. Ich habe gerade auch keine Heiltränke mehr. Die Waffe, du nimmst ja doch von uns dann. Ich werde nochmal schlafen gehen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Ich muss zurück nach nach Goliath. Hilft nix. So. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Pures Mana. Kann ich dir dafür geben? Ein bisschen Leder, ein bisschen Fell. Krallen, Zähne, Knochen, die Federn. So, mal ein paar Tränke. Lass die Technik lieber stecken. Nee, da können wir nichts brauen. So, wir können jetzt aber mal kurz gucken, ja, von der Hauptmission mal weg. Waldputz schaffen wir noch nicht. Wir könnten aber hier mal rund um Abessa ein bisschen mit. Abessa ist jetzt nicht ganz so weit weg, ja? Das wäre hier. Können wir hier mal so ein bisschen vielleicht rumhantieren. Zeugen einer längst vergangenen Zeit? Willkommen im Lager der Unreinen.
wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Ja. Und er hat dich nicht reingelassen, richtig? Sonst wäre ich nicht hier. Also pass auf. Ich habe eine Möglichkeit, wie du in die Stadt kommst. Mhm. Aber die ist riskant, weil du möglicherweise nicht mehr herauskommst. Wieso sollte ich nicht mehr herauskommen? Nicht, dass es dir wie Cooper ergeht. Du solltest eines wissen. Jeder, der keine gültige ID hat, wird von den Klerikern nicht durchgelassen. Nicht in die Stadt, aber auch nicht mehr aus der Stadt. Wieso sollte man Leute in der Stadt festhalten? Alter, ich hab keine Ahnung. Frag die Kleriker. Deren Regeln versteht doch sowieso kein Schwein. Da kommen wir auch schon zum Kern der Sache. Wenn du möchtest, gebe ich dir eine gefälschte ID-Karte. Allerdings habe ich eine Bedingung. Wir haben Cooper bereits in die Stadt geschleust. Aber jetzt kommt er nicht mehr heraus. Du musst ihm eine ID mitbringen, sodass er die Stadt wieder verlassen kann. Aber sei dir bewusst, was passiert, wenn du damit entdeckt wirst. Du kommst nicht mehr heraus. Deswegen traut sich auch niemand von uns, damit hineinzugehen. Ich mache es. Gib mir eine ID-Karte. Hier hast du... Ach, scheiße. Ich habe ganz vergessen, dass Vic alle dabei hat. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Solange Vic nicht wieder da ist, kann ich dir auch keine ID fälschen. Er hat die ganzen Blankokarten. Und wann kommt dieser Vic wieder? Tja, gute Frage. Der ist schon einige Zeit weg. Sie wollten eigentlich nur um die Ruinen hier ziehen und nachsehen, ob es hier noch etwas gibt, das es sich einzusacken lohnt. Du könntest ja nach ihnen suchen, wenn du es eilig hast, in die Stadt zu kommen. Sie sind ich Richtung glaub, schon gefunden. Aufgebrochen. Durchsuche einfach die ganzen Häuser, die da so stehen. Dann wirst du sie schon finden. Vic ist tot, aber ich habe die ID-Karten bei seiner Leiche gefunden. Er ist tot? Ach, scheiße. Hat er sich wieder mal nicht damit zufrieden gegeben, nur leerstehende Ruinen zu durchsuchen, was? Er konnte es einfach nie lassen. Frauen oder wertvolle Sachen. Da ist er immer durchgedreht. In Kombination konnte das Böse enden. Naja, wie dem auch sei. Gib mir die ID-Karten. Ich muss sie noch auf dich anpassen. So, fertig. Okay. Was macht ihr hier? Sag mal, hörst du mir nicht zu? Wir warten hier darauf, dass sich die feinen Herren Kleriker dazu entschließen, uns in die Stadt zu lassen. Es gibt einige Outlaws in der Stadt, die Kleriker bereits bearbeiten, dass die Eingangskontrollen gelockert werden. Aber sowas braucht Zeit. Wer zu lange plant, ist irgendwann alt und grau und geht am Stock, statt ein Schwert zu schwingen. Und wer lachend in eine Kreissäge rennen will, ist ein Idiot. Kapiert? Ha, der Typ gefällt mir. Gib mir die gefälschte ID. Alles klar, warte kurz. Dein Bild muss dann noch eingespeichert werden. So, fertig. Hier hast du deine ID. Und hier hast du die ID für Cooper. Bring sie zu Cooper und achte darauf, dass die Kleriker nichts davon mitbekommen. Wenn Cooper seine ID nicht bekommt, ist er in der Stadt gefangen. Oder schlimmer noch, wird von den Suggestoren zu Gemüse verarbeitet. Machen wir. Naja, schauen wir mal, ob das alles so wunderbar gut funktioniert. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Mhm. Ich habe eine ID. Lass mich durch. Zeig her, ich muss sie überprüfen. Halt! Warte mal! Du warst doch schon mal hier und hast mich gefragt, woher du eine ID bekommen kannst, richtig? Dann erzähl mir doch mal, woher du diese ID hast, Freundchen. Mhm. Das ist meine, ich hatte sie nur verlegt. Da du nicht zu diesem Wüstenpack gehörst, will ich dir mal glauben. Wir haben schon mehr als genug Outlaws in der Stadt. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Jo. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen.
Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich doch verpflichtet, dir mitzuteilen, dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Mhm. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Was ist ein Suggestor? Unsere Suggestoren sorgen dafür, dass es in unserer Stadt friedlich bleibt. Wenn jemand Probleme macht, dann wird er entweder aus der Stadt geschmissen, suggestiert oder beides zugleich. Aber keine Sorge, bei einem guten Suggestor merkst du nicht einmal, was passiert. Du änderst einfach nur deine Meinung. Ich habe gehört, dass ihr die Menschen in der Stadt gefangen haltet, wenn sie sich nicht ausweisen können. Das ist richtig. Niemand ohne gültige ID darf die Tore der Stadt betreten oder verlassen. Jemand, der sich nicht ausweisen kann, könnte sich auch eingeschmuggelt haben. Wir können es nicht riskieren, dass sensible Informationen in die Hände des Feindes gelangen. Also halten wir jeden, der raus will und sich nicht ausweisen kann, hier drinnen fest, bis geklärt ist, wo seine ID ist. Stellt sich heraus, dass er gar keine ID besitzt, dann kümmern sich unsere Suggestoren um ihn. Okay, wir sind in der Stadt. War besser die Kuppelstadt. Lalalala. Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Separatistin. Outlaw. Separatistin. Hier sind wirklich, glaube ich, alle zu Hause. Nee, ist klar. So, dann suchen wir doch mal Kuba. Kuba, Kuba, Kuba. Einmal clearen. Kuppa. Was willst du? Bist du für oder gegen die Kleriker? Du kommst schnell zur Sache. Hey, ich hab dich was gefragt. Entweder du gibst eine klare Antwort oder du verziehst dich. Gegen die Kleriker. Du scheinst ein bisschen Verstand in deinem Kopf zu haben. Wenn es nach mir geht, können die sich alle wieder verpissen und zu Hause mit ihren ach so wertvollen Plasmagewehren spielen. Wir werden hier unterdrückt. Ja, ich weiß. Wir alle haben zugestimmt, dass die Kleriker hier das Ruder übernehmen. Mhm. Aber dass jetzt niemand mehr in oder aus der Stadt darf, ist doch einfach nur noch Paranoia. Weil die Alps immer näher kommen. Wer's glaubt? Die Alps zu unterschätzen ist ein tödlicher Fehler. Exekutionen, Konverter, Strafexpeditionen. Glaub mir, ich kenne die ganze Scheiße. Aber die Typen sind doch nur hinter Elex her. Und soweit ich informiert bin, gibt es davon hier nicht mehr als anderswo. Warum also sollten sie ein Interesse daran haben, eine befestigte Stellung anzugreifen? Weil sie das Elex wollen. Alles Elex. Ach, du musst dich irren. Irgendwann hat sich jeder den Bauch vollgeschlagen. Das gilt auch für die Alps. Mhm. Ich komme von Hunter.
Hunter schickt dich? Warum ist er nicht selbst hergekommen? Er hatte Angst, dass er nicht mehr aus der Stadt gelassen wird, wenn man ihn erwischt. Du meinst, er hatte Angst, dass ihm das Gleiche passiert wie mir? Ich kann froh sein, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Sonst wäre ich längst bei den Suggestoren gelandet. Hat Hunter dir etwas für mich mitgegeben? Jo. Hat er. Na endlich. Danke. Damit kann ich diese stinkende, klerikerverseuchte Kuppel endlich verlassen. Ich dachte schon, ich komme hier nie mehr raus. Ich weiß nicht, ob Hunter dir eine Belohnung versprochen hat, aber von mir bekommst du auf jeden Fall eine Kleinigkeit. Eine Seite der Bestkonflikt. Okay. Annie hier. Warum unternimmst du nichts gegen die Kleriker? Ich vertraue dir. Immerhin hast du mir meine Fahrkarte hier rausgegeben. Ich werde dir nicht unseren Plan verraten. Aber sei versichert, dass wir hier an einer Revolution arbeiten. Die Kuppel muss weg und wir werden dafür sorgen. Du bist ja schon dabei, uns zu helfen. Mach so weiter und du kannst dir sicher sein, wir werden dich nicht vergessen. Es ist eine freie Stadt quasi. Also das habe ich jetzt verstanden. Da leben alle Separatisten, Outlaws, Berserker. Kleriker. So. Das waren die, die was gefehlt haben. Gut, aber wenn ich mich... Benimm dich hier besser. Hallo, Vivian. Was gibt es? Ich wollte nur... Halt mal. Du... Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber du siehst einem Alp sehr ähnlich. Aber nein, das kann nicht sein. Ist aber auch egal. Hier in Abessa sind alle Völker willkommen, solange sie keinen Ärger machen. Um ehrlich zu sein, wenn die Alps nicht so verdammt gefühllos wären, wären sie die perfekten Menschen. Aber sie sind die einzige Fraktion, der ich nie angehört habe. Was meinst du damit? Möchtest du ein Alp werden? Das ist eine lange Geschichte. Wenn dich mein Leidensweg tatsächlich interessiert, dann erzähle ich ihn dir natürlich. Nee, lass mal. Wie ihr meint. Erzähl mir deine Geschichte. Wie bist du bei den Klerikern gelandet? Du willst es also wirklich hören? Sonst hätte ich nicht gefragt. Okay, ich versuche mich kurz zu fassen. Also, aufgewachsen bin ich in Goliath. Mein Vater und meine Mutter waren beides gebürtige Berserker. Damals herrschte noch Bjar über Goliath und noch nicht Ragnar. Als Kind haben mich die Gesetze natürlich nicht interessiert. Aber als ich ungefähr 12 Jahre alt war, kam einer der Warlords zu uns nach Hause. Ich weiß nur noch, wie ich schrie. Es ist noch immer alles verschwommen von damals. Sie haben meine Eltern aus ihren Betten gezerrt. Und bevor ich mich versah, war ich alleine in der Stadt. Was haben Sie mit deinen Eltern gemacht? Na was wohl. Sie wurden verbannt. Warum sie verbannt wurden, wollte mir niemand sagen. Bis heute weiß ich nicht, was sie getan haben sollen. Ich hasse die Berserker und ihre Gesetze. Nichts gegen diejenigen, die sich hier in der Stadt herumtreiben. Aber diese gesetzesfürchtigen Idioten in Goliath, die wissen gar nicht, was sie sich selbst damit antun. Als ich alt genug war, ich müsste um die 19 Jahre alt gewesen sein, bin ich schließlich aus Goliath abgehauen. Ich habe mir geschworen, nie wieder zurückzukehren. Und bis heute habe ich keinen Fuß nach Edan gesetzt. Was hast du dann gemacht? Naja, was macht man schon, wenn man alleine durch die Welt streift? Man schlägt sich mit Banditen und wilden Tieren herum. Es dauerte nicht lange, da haben mich einige Banditen gefangen genommen. Und dann... Also... Diesen Teil der Geschichte werde ich auslassen, wenn du nichts dagegen hast. Da möchte ich nicht drüber reden. Wie dem auch sei, nach einigen Jahren konnte ich fliehen, als ein Trupp Outlaws des Dukes vorbeikam. Ich habe mich ihnen angeschlossen und bin mit ihnen zusammen nach Tavar gereist. Die Outlaws waren schon mehr nach meinem Geschmack. Bei ihnen habe ich kämpfen gelernt und wie man nur von Schrott überleben kann. Wieso bist du nicht bei den Outlaws geblieben? Wegen der Banditen, die mich damals gefangen genommen hatten. Sie kamen zu uns ins Fort und wollten den Duke sprechen. Als sie mich dann sahen, musste ich fliehen. Ich bin einer Patrouille der Kleriker in die Arme gelaufen. Sie haben mich überredet, zu ihnen zu kommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist. Naja, auf jeden Fall war ich dann im Hort bei den Klerikern. Die ganzen Stunden Schrott auseinandernehmen und zusammenbauen in Tavar hat sich hier für mich ausgezahlt. Sie haben erkannt, dass ich gut mit Technik kann. Seitdem arbeite ich an diversen Robotern und KI-Systemen.
Ich bin der Meinung, dass Roboter am besten dafür geeignet sind, den Frieden einer Stadt aufrechtzuerhalten. Sie machen keinen Unterschied zwischen Rasse oder Klasse. Jetzt habe ich aber wirklich genug erzählt. Bei Kalan, ich fasse es nicht, dass du dir das echt alles angehört hast. Ich danke dir. Es tat gut, das alles mal jemandem zu erzählen. Mhm. Man sieht sich. Es hat XP gegeben. Was machst du hier in Abessa? Ich kümmere mich um die Roboter und Drohnen hier in der Stadt. Das heißt, ich koordiniere und plane ihre Wartung und ihre Upgrades. Wenn ich Glück habe, darf ich auch selber mal schrauben. Im Moment muss ich es sogar, weil uns einfach ein paar Techniker fehlen. Hm, sag mal, wie gut ist denn dein technisches Verständnis? Handwerk 6 habe ich nicht. Ich kann zumindest einige Maschinen auseinandernehmen. Nein, das wird leider nicht reichen, fürchte ich. Ich brauche schon jemanden, der sie auch wieder zusammensetzen kann. Andererseits, wenn du einen kleinen Job suchst, dann könnte ich trotzdem deine Hilfe gebrauchen. Mhm. Ich habe 4 Kandidaten, allerdings kann ich ihre Fähigkeiten nicht einschätzen. Ich bräuchte jemanden, der sie für mich unter die Lupe nimmt. Was hältst du davon? Bezahlt ist der Job natürlich auch. Na klar. Ich kann die Splitter gebrauchen. Ich nehme die Bewerber unter die Lupe. Ich brauche Erfahrung. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Also pass gut auf. Die Kandidaten heißen Daryl, Nyra, Rorik und Riley. Obwohl, vergiss Riley, dem vertraue ich nicht. Und was den Rest angeht, entweder wollen sie den Job oder ich denke, dass sie gut darin wären. Allerdings habe ich auch bei einigen meine Bedenken, was Loyalität oder Können angeht. Ich will, dass du herausbekommst, wie vertrauenswürdig sie sind und wie gut sie mit Technik umgehen können. Okay. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot. Ja. Wo finde ich die? Erzähl mir etwas über Nyra. Nyra gehört zu den Alpseparatisten. Sie hält sich irgendwo im Westteil der Stadt auf. Vermutlich wie die anderen Separatisten irgendwo im Elendsviertel da hinten. Du willst eine Separatistin als Technikerin einstellen? Das ist eben genau das, was du herausfinden sollst. Alps haben häufig ein hohes technisches Verständnis. Aber naja, es sind nun mal Alps. Ich weiß nicht, ob wir ihr trauen können. Wer ist Daryl? Daryl ist ein Outlaw. Er hat sich mir angeboten. Keine Ahnung, ob ihm zu trauen ist. Wenn er vertrauenswürdig ist, sollten wir ihn nehmen. Mhm. Es ist schon genug politischer Sprengstoff zwischen uns und den Outlaws. Je mehr wir demonstrieren, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten können und wollen, desto besser. Wo er sich aufhält, weiß ich allerdings nicht. Er muss sich irgendwo hier in der Stadt befinden. Was weißt du über Rorik? Rorik ist ein Berserker. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal irgendwo links neben Vitos Kneipe gesehen. Ich weiß, dass Rorik damals in Goliath daran gearbeitet hat, aus den Maschinen Elex zu extrahieren. Ich denke, ich könnte ihm alles beibringen, was er wissen muss. Außerdem sollten wir versuchen, die Berserker hier in der Stadt zu halten. Ihre Magie ist sehr mächtig und sie sind starke Krieger. Sie hier zu haben, wird uns helfen, wenn die Alps angreifen. Bei ihm ist es wichtig herauszufinden, ob er überhaupt etwas mit Technik zu tun haben will. Okay. Da haben wir ja eine gute Mission in Abessa. Ich bin ganz ehrlich. Schauen wir uns erstmal die Elendsviertel an. Ich habe noch keine Ahnung, auf welcher Seite ich. Okay, da fallen einfach Dudes vom Himmel. Also auf welche Seite ich mich schlagen werde. Ich habe keinen Schimmer. Ah, okay. Jetpack. Daryl? Separatist? Ich habe das schon mal gehört. Also Nyra sieht aus, als könnte sie mit Maschinen. Was willst du von mir, Mensch? Mich vertreiben? Oder gar töten lassen? Nein. Ihr Menschen macht mir keine Angst. Ihr seid die Pest dieses Landes. Obwohl, irgendetwas ist anders an dir. Treibst du dich öfter unter unseresgleichen herum? Ich war selbst einst ein Alp.
Wenn das der Fall ist, dann entschuldige. Du siehst aus, als hättest du dem Elix-Konsum abgeschworen. Mhm. Ich komme von Vivian. Wegen des Technikerjobs. Interessant, dass die Kleriker denken, ich würde für sie arbeiten. Ich bin ohne Frage die Beste. Ihre Wahl ist daher logisch. Aber ich will einen Beweis, dass sie willens sind, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ich für die Kleriker arbeiten soll, möchte ich bezahlt werden, und zwar im Voraus. Mhm. Du kannst also gut mit Technik umgehen. Wie ich bereits erwähnte, ich bin die Beste. Du wirst hier niemanden finden, der besser ist. Das glaube ich nicht. Ich habe bereits einige Fehler in den KI-Systemen ihrer Roboter entdeckt und wäre bereit, sie zu modifizieren. Auch die Kuppel läuft nicht so effektiv, wie sie es könnte. Könntest du dir vorstellen, mit Klerikern zusammenzuarbeiten? Für Menschen machen sie ihre Arbeit gut. Aber ihr Verhalten ist oft unlogisch. Eine Führung durch Alps oder einer Maschine wäre für diese Stadt von großem Vorteil. Aber es liegt nicht in meiner Macht, dies festzulegen. Also, ja, ich könnte mir vorstellen, mit ihnen zu arbeiten. Na komm. Du bekommst deine Bezahlung. Gut. Sag den Klerikern, ich werde zur Arbeit antreten. Elix, sagst du? Solche Kerle kann ich nicht bleiben. Okay. Hey, was gibt's denn da zu glotzen? Dieser Bereich hier ist den Flüchtlingen vorbehalten. Hier gibt es nichts zu holen für euch, Plünderer. Verschwinde hier! Ich bin kein Plünderer. Hm. Na schön. Das erklärt aber trotzdem nicht, was du hier willst. Das geht dich nicht so an. Du scheinst eine sehr starke Magierin der Berserker zu sein. Naja, ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hätte sein wollen. Mhm. Auf meiner Pilgerreise habe ich schon viel gelernt. Jedoch stagniert meine Entwicklung, seit ich hier bin. Du bist noch in der Ausbildung? Nein, so würde ich das nicht bezeichnen. Von den Berserkern in Goliath kann ich nichts mehr lernen. Auch wenn sie das gerne anders sehen wollen. Meine Kraft ist, seit ich das erste Mal Magie wirkte, stetig angewachsen. Es hat irgendwie mit dem Mana und der Natur des Elex zu tun. Ich verstehe immer mehr die Zusammenhänge. Ich werde immer stärker. Es hört einfach nicht mehr auf. Es ist erschreckend. Wenn du so mächtig bist, warum ziehst du nicht in die Schlacht? Das ist ja das Problem. Ich kann meine Kräfte nicht kontrollieren. Manchmal sind sie übermächtig und fegen alles aus dem Weg. Leider auch nicht selten meine eigenen Leute. Aber die meiste Zeit bin ich genauso verwundbar wie jeder andere Krieger. Darum bin ich auf Pilgerreise, um diese Misere in den Griff zu bekommen. Ah, sehr gut. Genau, also ich denke mir, dass Alp das Beste ist für die Maschinen. Ein Outlaw vertraue ich selber nicht so ganz. Und ein Berserker eigentlich auch nicht. Was Technik anbelangt in dieser Welt hier. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot. Ja. Du solltest der Separatistin Nyra den Job geben. Ich hatte gehofft, dass die anderen Bewerber wenigstens halbwegs gut sind, sodass wir keinen Alp einstellen müssen. Dann erzähl mal, was hat dich von ihr überzeugt? Sie ist mit Abstand die Beste. Ist das so? Ja, immerhin ist sie ein Alp. Na gut, wir können es ja mal versuchen. Aber ich werde sie scharf im Auge behalten. Danke, dass du mir bei der Auswahl geholfen hast. Hier, wie versprochen, deine Bezahlung. Das ist weniger, als ich für ihren Vorschuss bezahlt habe. Na, ich hoffe, dass sie es auch wirklich wert ist. Hier hast du noch etwas obendrauf. Ich werde mich gleich um meinen neuen Rekruten kümmern. Wir sehen uns. Möge Kalan deine... Okay. Sehr gut. Ah, ja. Ach. Hat niemand gesehen, oder? Dass ich hier geklaut habe. Magnesium verkünde ich. Na, hier. Was liegt hier rum? Gruß.
hier drüben. Also jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier noch. Och, so wird das nichts. Danika. So. Die war schon immer so. Damit geht ihr mir seit Tagen auf den Sack. Irre ich mich oder schwankt die Leistung unserer Generatoren? Die B-Serie war noch nie zuverlässig, das weißt du doch. Ja. Hey, du. Lass mich raten, ich darf nicht in das obere Viertel? Was? Nein, Blödsinn. Hier darf sich jeder frei bewegen. Ich hab nur eine Frage an dich. Du kommst doch von draußen, oder? Ja. Erzähl, wie ist die Lage außerhalb der Kuppel? Momentan ist es ruhig. Ich bin mir sicher, das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Aber unter meiner Kuppel kann uns nichts passieren. Ohne sie wären wir schon lange überrannt worden. Kalan gab uns das Wissen und nun sieh, was wir erschaffen haben. Einen sicheren Hafen für alle Menschen. Du bist für den Bau der Kuppel verantwortlich? Natürlich habe ich sie nicht alleine gebaut, aber ich habe die Pläne für sie entworfen. Mein Name ist übrigens Erich. Konstrukteur der Kuppel und Verwalter über die Techniker und Generatoren, die diese Stadt sichern. Mhm. Wieso habt ihr nicht auch so eine Kuppel in Ignadon? Die Energie, die diese Kuppel braucht, ist immens und die Fluktuationen müssen konstant ausgeglichen werden. Die Technik ist sehr kompliziert. Es macht keinen Sinn, so einen Aufwand bei einer Stadt zu betreiben, die den Schutz nicht unbedingt nötig hat. Die Felsen rund um den Hort sind ja quasi schon sowas wie eine natürliche Kuppel. Eine zweite komplette Abschirmung ist da nicht nötig. Kann die Kuppel die Alps aufhalten? Natürlich. Was denkst du, warum wir sie gebaut haben? Solange wir den Energiefluss konstant halten können, ist es kein Problem. Leider ist das nicht ganz so einfach. Einige der Energieregulatoren hatten schon wieder Fehlfunktionen. Mutterfehlfunktionen. Habe ich nicht vier, schade. Ist es nicht gefährlich, wenn die Energieregulatoren nicht richtig funktionieren? Doch, ist es. Wenn wir jetzt angegriffen würden, könnte es wirklich kritisch werden. Wegen der kaputten Energieregulatoren. Was passiert, wenn sie nicht ersetzt werden? Wenn nur einer der Regulatoren ausfällt, könnte es passieren, dass die Kuppel eine Notabschaltung durchführt. Andernfalls könnte die Entladung dazu führen, dass gewaltige Schäden in der Stadt entstehen. Ob Entladung oder Notabschaltung, in beiden Fällen wäre die Stadt den Alps schutzlos ausgeliefert. Mhm. Ich werde dir mit den Energieregulatoren helfen. Wirklich? Ja. Eigentlich wollte ich es gerade selber machen. Wenn du mir hilfst, ist auch eine kleine Belohnung für dich drin. Du solltest dich unseren Aufnahmeprüfungen in Ignadon stellen. Du könntest einen guten Kleriker abgeben. Ich habe den verbliebenen Energieregulator hier bei mir. Bring ihn bitte zu Lutz und hilf ihm, den Regulator einzubauen. Du findest ihn am nördlichen Kuppelpfeiler auf der Mauer. Komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Jawohl. Das machen wir. In der nächsten Folge. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.